So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und ja, es ist immer noch Pre-Release-Woche auf Magic Arena. Und am Freitag ist dann auch Pre-Release in Paper. Und wie ihr da oben schon seht, Hashtag Werbung. Auch dieses Video ist im Rahmen der Wizards of the Coast Einladung entstanden, welcher ich natürlich sehr, sehr gerne gefolgt bin. Danke nochmal dafür, dass ich hier sein darf. Und ja, wir gucken uns ein weiteres Deck an. Und zwar Ritter. Ich mag Ritter. Ich mochte Ritter schon als Kind. Jetzt kann ich Ritter mal spielen. Ich habe mal sowas ähnliches gespielt wie Ritter. Und ja, wir haben hier noch langweilige Throne of Eldraine Karten, aber auch richtig coole Dungeons & Dragons Karten, wie zum Beispiel den Paladin mit Menace. Der kriegt Treasure Tokens bis 2-0. Schön. Removal. Und natürlich der beste Knight. Wenn er stirbt, kriegen wir eine +1/+1 Mark auf einen Knight. Ein Schwert wird an den anderen weitergegeben. Flavor, nice. Und wir spielen die Paladin-Class. Das bedeutet, dass beim Gegner Zauber, die er castet, in unserem Zug ein Mana mehr kostet, was sehr stark ist. Und dieses Kreaturenkriegen +1/+1 ist sehr, sehr stark am Ende. Und ja, gut. Dann haben wir Worthy Knight, weil Knight, Knight. Die kennen wir ja noch. Und das ist auch ein Knight, was mich sehr erstaunt hat. Weil er ist zwar mal eine 1-1 Death Touch und macht was mit dem Dungeon. Den habe ich ja schon gezeigt im Dungeon-Video, sage ich mal. Crusader ist ein Knight, kennen wir. Aber auch der Nadar ist ein Knight. Das heißt, wir haben so eine Mischung aus Mardu, Knights mit ein bisschen Dungeon dabei. Und natürlich Firma Cleaves und Firmaros Rider. Und ich hoffe, das wird ganz cool. Deshalb hoppen wir mal ins Spiel. Knights. Oh mein Gott. Das wird cool. Direkt einen Gegner gefunden. Account Nummer 98. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier wirklich nicht ein bisschen die Namen dabei steht. Aber, ist das eine gute Hand? Sie hat weiß. Das ist eine gute Hand. Und ja, genau. Hier könnte MTG Blackset stehen. Tut es aber nicht. Da könnte der Name vom Gegner stehen. So konnte ich jetzt meinen Namen da drüber schmeißen. Mein Bild, was ihr da seht, drüber schmeißen. Ich bin ja nicht so der Arena-Mensch. Ich bin ja auch nicht so der Streamer-Mensch. Ich habe eine Zeit lang versucht zu Let's Playen. Das war peinlich. Waiting for Server. Okay, Waiting for Server. Seht ihr, das ist so einer der Gründe, warum ich nicht gestreamt habe oder Dinge getan habe, weil sowas passiert mir andauernd. Und dementsprechend muss nicht sein. Gucken wir uns mal an, was unser Gegner hier tut. Wir hauen mal zu. Und er sagt halt, dass immer, wenn wir Knight casten, wir noch ein 1 Human kriegen. Das heißt, nächste Runde kriegen wir ein 1 Human. Hiermit können wir das Ding einfach abräumen. Was einfach sehr nice ist. Dann können wir über das Tournament-Gedöns können wir einen neuen Knight rufen. Das läuft richtig sick. Richtig schön. Klang, klang. Nice. Und ich bin mir fast schon sicher, mein Gegner gibt hier auf. Was ja schade wäre. Dann würde ich noch ein Gameplay dranhängen. Aber auch so muss ich ehrlich sagen, haben wir jetzt die Embercleave. Und spätestens die wird dann zur Aufgabe zwingen. Denke ich. Ich bin mir nicht sicher, was hier gerade passiert. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt. Ich merke das. Normalerweise rede ich relativ viel, aber jetzt gerade sehr, sehr wenig. Das tut weh. Dieses Deck tut weh. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, da ist die Dalin, die kennen wir schon. Da können wir dann noch den Knight spielen. Noch mehr Knights bekommen. Und alle in Angriff schicken. Das dürfte gelaufen sein. Relativ zügig sogar. Hänge ich noch ein zweites dran? Ich hänge noch ein zweites dran. Da haben wir unseren Gegner. Nummer 98. Den hatten wir, glaube ich, gerade in der letzten Runde auch. Dementsprechend weiß der, was auf ihn zukommt. Aber das ist auch schon wieder eine sehr, sehr gute Hand. Ja, die ist wirklich sehr, sehr gut. Vor allem mit dem Knight wieder.
Ich denke, die kippen wir. Gucken, ob er denselben Quatsch spielt. Nee, er spielt diesmal anscheinend was anderes. Wir spielen aber weiter unseren Quatsch. Ich würde roll again. Oder er hat tatsächlich mit Rot auch gespielt und ich habe es übersehen. Nee, es ist dasselbe Deck. Goblin Morningstar. Wir kreieren einen Goblin und der wird ausgerüstet. Okay. Machen wir schwarz. Wir machen schwarz. Dann droppen wir den. Dann greifen wir an, weil den würde ich traden. Das ist nicht das Problem. Dann lege ich hier nämlich eine +1/+1 Marke drauf. Das ist okay. Jetzt habe ich einen 3-3er. 3-3er ist gegen gerade jetzt aktuell im Standard super gut und super wichtig. Okay. Das nehmen wir zurück. Das ist ja doof. Ja, spielen wir den neu aus und spielen den dabei. Wir können auf jeden Fall jetzt eine Menge Kreaturen aufrufen. Auf der anderen Seite, unser Gegner kann halt auch langsam sicher anfangen, Würfel zu rollen. Und so langsam wird es dann gefährlich und ätzend. So, hier nehmen wir auf jeden Fall weiß. Dann spielen wir den und den. Und der hat Menace und ja, dann greifen wir mit den beiden an. Den brauche ich nicht angreifen. Greifen nur mit dem Menace-Typen an, weil das passt. Er hier abgibt, wir verlieren Leben. Aber wir kriegen auch eine Karte. Das ist halt so stark. Das ist so stark. Ich will den unbedingt haben. Und ja, ihn will ich auch jetzt gleich spielen mit Death Touch. Ich meine, das sind Humans, das ist halt das Problem. Es ist halt kein Knight, aber das sind auch Knights. Und ja. Ziehen wir eine Karte. Tournament. Spielen wir den. Machen wir den mal kaputt. Das ist okay. Wir tappen, der tappt mir jetzt gleich eine Kreatur oder er tappt. Okay, er tappt und der Gegner macht nichts. Der will den tappen. Das ist okay für mich. Okay, und der enttappt nicht. Schade. Aber gut, was will man machen? Ist jetzt nicht so schlimm. Du kriegst +2/+0, der geht drauf. Dann gehen wir mal in den Attack. Was hätte ich hier machen können? Oh shit. Ich hätte allen Kreaturen +1/+1 geben können. Das mache ich jetzt gleich. Hauen wir mal rein. Einmal. Okay, er tradet. Was wollte ich gerade sagen? Warum tradet er? Doppelschlag. Dann leveln wir mal. Dann legen den. Und gehen mal mit allen rein. Und nehmen hier mal 4 Damage mit Doppelschlag. Ja, nice. Das ist over. Gucken wir uns das Deck gleich nochmal an. Und ja, nice. Da habe ich Bock drauf.